So, was haben wir denn hier? Ach, ein neues Wimmelbildchen. Das kann ich wenigstens. Das ist wenigstens nicht so schwer wie, ne? So ein komisches Dreh-mal alle Zahnräder-Rätsel. Die habe ich noch nie gemocht. Diese Zahnradrätsel. Obwohl es da jetzt Reifen waren. Aber egal. So, was müssen wir empfinden? Korken. Ich wette, den Korkenzieher kriegen hier. Den Korkenzieher, das Ding da. Das erste hier gleich. Ich wette, den kriegen wir auch gleich ins Inventar, weil wir den brauchen für dieses eine Holzfass. Was vor dieser Jagdhütte oder was das da war steht. So, auf jeden Fall Korkenzieher, Teekanne, Boomerang, Bauklotz, Schlitten, Glocke, Schleife, Muschel, Blume, Halskette, Vogel und Geist. So, ich gehe wieder nach der Reihenfolge. Korkenzieher, Teekanne und Boomerang. Das ist der Korkenzieher. Da ist die Teekanne. Ist das hier keine Teekanne? Eine Öllampe hier. Ist eine schmutzige Lampe. Ich habe zwar nicht viel Zeit. Ach so, damit kann man dann den. Er ist natürlich intelligent, ne? Den Geist rufen, indem man die Lampe halt säubert. Muss ich ganz oft klicken, oder was? Hab zwar nicht viel Zeit, um sie zu säubern, aber ja, aber wir brauchen erstmal was, um die Lampe zu säubern. So, die Glocke war hier. Das ist kein Problem gewesen. Da haben wir eines der Muscheln. Hier ist eigentlich noch eine Muschel. Die wollte ich die ganze Zeit anklicken, aber hat sie ja irgendwie nicht gemacht. Goldene Schleife ist das Ding. Hier ist die letzte Muschel. Hier ist das Tuch. Ah. Ein Flaschengeist. Haben wir den auch mal gefunden? Halskette Vogel. Was ist das hier? Wahrscheinlich, um eine Blume daraus zu schnibbeln, ne, oder so. Ja, genau. So. Jetzt sind noch Teile, die man so anklicken kann. Ich frage mich, warum das hier nicht als Teekanne zählt. Muss eine spezielle Teekanne sein, glaube ich. Aber naja. Hier ist der Bauklotz. Der Schließler Schlitten. Das da oben. Ja, das war der Schlitten. Und Boomerang. Der kann auch verschiedene Farben haben. Es kann blauer Boomerang sein. Das kann ein holziger Boomerang sein. Also braun dann in dem Sinne. Kann auch gelb sein oder so. Hier ist auf jeden Fall die Halskette. Total versteckt hier durch den Blumeneffekt. Hier von dem ganzen Licht und so. So. Da ist ein Apfel, den brauchen wir aber nicht. Vogel, Teekanne, Boomerang. Vogel habe ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich nicht gut ge- Ach, das ist die Teekanne. Naja. Egal. Ich sehe es mal ein, dass es schon eine Teekanne ist und das hier wahrscheinlich. Kaffeekanne, keine Ahnung. Was würdet ihr das hier bezeichnen? Einfach nur Kanne wahrscheinlich, ne? Na, egal. Lassen wir das. Ich glaube, bei Wimmelbildspielen braucht man eigentlich gar nicht wirklich nachdenken über die Logik. Ich glaube, das geht jeglicher Logik hier vollkommen über jegliche Logik hinaus. Boomerang und Vogel. Also beides habe ich noch nicht gesehen. Nicht mal ansatzweise. Sonst sehe ich das immer so in den Augenwinkeln, wenn ich, ne, gerade die Gegenstände hier abklappe. Aber Vogel und Boomerang kam mir bis jetzt noch gar nicht unter. Ich bin gespannt, wo die sein sollen. Pferd. Krückstock. Wahrscheinlich hier so, ne? Der Vogel wahrscheinlich hier so ein Sticker oder sowas. Also wie der Boomerang, kann ich mir ganz gut vorstellen, aber ich gerade sehe, ist da nichts auf der Tasche. Auf dem Koffer besser gesagt. Hier ist eine komische weiße Schleife, es interessiert auch keinen so wirklich. Eine Maske. Da ist der Boomerang. Hat sich in der Harfe versteckt. War also doch hölzern. Ne, habe ich mir schon irgendwie gedacht.
das in die Bumeranghölzern machen. Aber sicher war ich mir nicht. So, jetzt noch der Vogel. Vogel kann natürlich auch wieder alles sein. Das kann ein aufgemalter Vogel irgendwo hier sein. Das kann ein richtiger Vogel sein, der hier irgendwo rumsitzt. Das kann ein ganz, ganz kleiner Anhänger sein. Das kann irgendwas sein, was ich gerade nicht sehe auf jeden Fall. Das kann auch ein Pferd sein. Ne? Also ein Vogel getarnt als Pferd. Man weiß es nicht. Und ich finde den gerade nicht, den Vogel. Türklinke ist auch nicht. Wie gesagt, es kann ja auch hier eine Verzierung sein, ne? Eine Vogelverzierung. Vögelchen. Ich will mir jetzt keinen Tipp holen. Ich habe das schon gerade gemacht bei dem Rätsel. Davor auf Lösen geklickt. Ich will jetzt hier nicht auch nochmal schon wieder dasselbe machen. Ich will auch mal was alleine lösen hier, ne? Wenn es schwierig ist. Aber ich finde den Vogel nicht. Ich klappe jetzt hier alles ab. So, hier geht's eh nicht mehr lang. Hier ist eine Feder, aber hat nichts mit einem Vogel zu tun. Hier dieses komische Ding. Keine Ahnung, was das da sein soll. Ist aber auch kein Vogel. Hier ein Telefonhörer, aber auch kein Vogel zu sehen. Hier ein Tannenzapfen. Vielleicht ein goldener Vogel hier so drin. Auch nicht. Hier hinten vielleicht. Hier hinter in der Maske ist auch kein Vogel. Ach, da. Da war der Vogel. So ein blaues... Das ist eine blaue Gravur, okay. Egal, muss ich nicht verstehen. Die Insel ist zu weit entfernt. Gut, musst du näher hier den Rand ziehen. Das können wir erstmal nicht machen. Haben wir hier noch was? Nee. Das heißt, wir gehen hier zurück. Und haben anscheinend was gekriegt, was sie hier einsetzen kann. Ach so, beim Buch, genau. So, die Truhe ist immer noch verschlossen. Hier fehlt immer noch ein Buch. Hier können wir auch nichts mehr machen. Hier brauchen wir den Korkenzieher. Hier weiß ich gerade gar nicht. Ach ja, klar doch. Hier das Ding einsetzen, dann fehlt nur noch eins. Genau. Kann ich auf Karte klicken. Aber hier kann man immer noch was machen. Ah ja, klar. Schon wieder vergessen, dass wir hier noch diese Platte gekriegt haben. Oh, cool. Da haben wir die restlichen Teile hier auch gekriegt. Und wieder geht's. Na, was müssen wir diesmal machen? Befördere die Kugeln in die farbliche passende Scheiben. Klicke auf die Mitte einer Scheibe, um sie zu drehen. Klicke auf den Knopf, um zwischen zwei Scheiben und den beiden angegrenzten Kugeln zu tauschen. Ich verstehe. Wir müssen hier also... Nee. Hier also alle blauen Kugeln zack, reinkriegen, sage ich mal. Ne, weil hier der Kreis blau ist. So, hier oben ist noch eine blaue Kugel. So, hier müssen alle gerne... Da das hier zentral ist, glaube ich, kann man das erst so zum Schluss machen. Jetzt mal versuchen, alle roten hier reinzukriegen. So. Dann hier alle grün. Ups, das war ein wenig falsch. So. Ja, guck mal, da haben wir es schon.
Richtig gut gelöst. Ich glaube, perfekt diesmal. Na, wenigstens etwas, was ich da mal kann. So, hier immer noch dieses komische Zeichen, was wir da, ne? Das komische, ja, das werde ich tun, genau. Mhm. Boah, diese komische Axt oder so, oder die Picke. Weiß es nicht genau. Dann mit dem zweiten Duellant. Deckel kann ich nicht einfach hochheben. Ich brauche ein Ventilrad, natürlich. Was? Ich soll nach einer Plakette mit solchem Werkzeug schauen. So eine Bergarbeitertasche. Ja, da braucht man halt definitiv so eine Plakette. Miau. Mhm. Ich verstehe. Ja, genau, pass auf, ich habe eine Idee. Hier, miau. gehört hier nicht eine Katze hin? Ja, hier. Es geht nicht. Schade. Ja, natürlich brauchen wir so eine Katze, ist mir schon klar. Ich wollte doch einfach mal rumblödeln hier. So, hier, genau. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit schon angesprochen habe. Korkenzieher, zack. Da kommt Wasser raus und wir kriegen ein Amulett. Ich weiß zwar gerade nicht, wofür das Amulett dann gut sein soll, aber egal. Hä? Achso, die Puppe, die da drin war, haben wir noch gekriegt. Ich hatte gar nicht drauf geachtet, aber egal. So, was haben wir hier? 2 von 6 Bolzen. Da können wir noch nichts machen. Dieses Ding steckt im Holz fest. Und wenn ich das Loch weite... Ja, keine Ahnung. Eigentlich hat sie so viele Gegenstände im Inventar, mit denen sie das Loch locker weiten könnte. Zum Beispiel hier dieses Talismanstück. Das könnte man hier mit der Spitze, ne, rein tun und dann halt an der anderen Spitze so aufbiegen halt, ne, also dass man das Ding halt so aufbiegt. Falls das Metall aber nicht stark genug sein sollte, könnte man zum Beispiel hier das Schwert des Ritters nehmen, ne? Zack, reinpieken und dann den Ritter so ein bisschen drehen, aber egal. Ist halt ein Wimmelbild, ne? Was will man da machen? Geht nicht. So, Karte bitte. Hier einmal rein. Und zwar möchte ich hier den zweiten Ritter reintun. Und... sehe ein Spiel. Ist das eine Art 4 gewinnt oder was? Ich raff das Spiel gerade zwar nicht. Aber er hat hier 1, 2, 3, 4. Er hat 4 so im Viereck gehabt, beziehungsweise, ach so, weil dann 5. noch drin ist. Ich habe aber hier 5 in einer Reihe. Das ist irgendwie merkwürdig, dass das nicht zählt. Oha, ach, jetzt habe ich was hier gefunden. Das ist ja cool. Habe ich ihn wohl aus dem Konzept gebracht, ne? Klein tun nicht gut. Schade, dass er gewinnt, ne? So, okay, fange ich mal mittig an. Vielleicht kann ich ihn dann so ein bisschen hier aus dem Konzept bringen. Ich muss bloß meine Fähnchen so verteilen, dass er hier keine wichtigen Sachen setzen kann. Ach verdammt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet.
Jetzt habe ich aber gewonnen. Yes. Und haben wir jetzt diese komische Katzenstatue. Das ist ein komisches Spiel gewesen, aber naja, ich habe es wenigstens schnell begriffen. Nicht so wie die anderen Male, wo ich da ein bisschen, ne... Das brauchen wir später noch. Oder haben wir jetzt eigentlich schon? Ne, haben wir nicht, ne? Die Kristalle, eigentlich dachte ich bei diesen komischen Steinplatten, die wir draußen gemacht haben, dass wir davon die Kristalle dann kriegen. Also, diese Edelsteine halt, ne? Diese farbigen. Aber dem war wohl nicht so. Ach, da ist das Ding. Ich hab gerade gewundert, wo ist die Katze hin? Ah, jetzt, das verstehe ich. Okay, alles klar. Moment. Momentchen. Moment, Moment, Moment. Nee. Da. Lila, Rot, Grün, Gelb, Blau. Lila, Rot, Grün, Gelb, Blau. Lila, Rot, Grün, Gelb und Blau. Lila, Rot, Grün, Gelb und Blau. Ach so, ist das gemeint. Lila, Rot, Grün, Gelb und Blau. So, ich dachte, man muss in der Reihenfolge anklicken, aber nee. Das war nicht gefragt. Man sollte die Lichter in der richtigen Reihenfolge so austauschen. So, was liegt denn hier? Was ist das? Das frage ich mich auch gerade. Was soll das sein? Sieht auf jeden Fall ziemlich wütend aus. Bäm, und dann zittert er so. Boah, Parkinson-Monster. Na egal. Was haben wir denn hier? Es ist zu schwer, wenn ich nur die Schwerkraft aufhebe. Na klar. Ich kann die Schwerkraft nachher aufheben. Ist logisch. Oh, hier ist die Plakette, die wir brauchen. Ne, da kommen wir nicht an. Hier ist noch eine Puppe. Püppchen. Hui, damit haben wir schon 7 von 25. Im Übrigen hier, ne, weil das alles Bonusziele sind, diese ganzen Sachen ja noch extra zu sammeln und so, wir werden keine Bonuskapitel machen in diesem Spiel. Ne, nur mal so. Das werde ich vielleicht nächstes Jahr machen, Weihnachten, wenn wir da nur einen Teil spielen, aber ich will diesmal zwei Weihnachtsteile hier spielen, zwei Wimmelbilder. Und, ja, schaffen wir nicht, wenn ich da noch extra die Bonuskapitel noch mitzocken sollte. Da haben wir Handschuhe. Und hier fehlt uns eine Art Stiel. Gut, aber mit den Handschuhen dürften wir jetzt... Ja, stimmt, diese Münze, ne? Wir haben jetzt ja alle Münzen. Wo konnte man die nochmal einsetzen? Ja, hier nicht. Das Werkzeug haben wir nicht. Stimmt, hier war das. So, bum bum bum. Drei Münzen. Kriegen nur noch mehr Bolzen. Was hast du denn so? Aber ich weiß nicht, was wir mit den Bolzen so wirklich machen sollen. Also noch nicht, zumindest. So, auf jeden Fall. Mit den Handschuhen. Können wir das Ding hier abmontieren. Und ich glaube auch das Ding nehmen. Dann haben wir einen Erzklumpen und ein Ventilrad. Mit diesem Ventilrad, soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, können wir, warum auch immer man einen Gullideckel mit einem Ventilrad öffnen sollte. Klar, kennt man ja, ne? So draußen, wenn du draußen rumläufst oder so und siehst einen Gullideckel, dann weißt Bescheid, das nächste Mal, wenn du dann den Gullideckel öffnen willst, du brauchst ein Ventilrad.
dafür. Sonst geht das nicht. Und schon wieder brauchen wir eine Blume hier. Ne, eine Blume. Die andersweitig besorgt werden muss. Hier ist wieder eine Puppe. Schade, dass die nicht zählt. Hätte ich jetzt cool gefunden. Hier ist auch nochmal eine Puppe. Aber egal. Ente, Parfüm und Fischernetz. Das sind die ersten drei Gegenstände. Da ist die Ente. Da ist das Parfüm. Und das Fischernetz befindet sich da. Dann der Kamm. Was hat er da gesagt? Ich sollte herausfinden, wie ich... Achso, ich sollte hieraus wieder eine schöne Blume machen. Gut, dann weiß ich wenigstens schon mal, wo die Blume ist. Brille und Schusswaffe. Brille, Brille, Brille. Wo ist denn da eine... ich dachte schon, das hier ist eine Brille, aber es sind ja nur Maskenaugen. Dann dachte ich, das hier ist eine Brille. Das sind aber nur irgendwelche Spiegel. Die komischerweise jetzt gezählt haben, aber egal. Tambourin. Aber ich bin schon viel zu weit. Hier ist das Tambourin, aber ich wollte eigentlich, weiter gucken. Ach, hier Ring. 4 Stück davon. Ja, Brille und Schusswaffe. Ich will mich mal bitte auf die Reihenfolge konzentrieren. Das ist zwar unsinnig, das zu machen. Aber ich will es jetzt einfach mal tun. Blume? Nee, keine Ahnung. Kirsche. Wahrscheinlich so rauspieken, ne? Na gut. Haben wir die Kirschen so gekriegt. Schusswaffe. Hier ist die Brille, ne? Die Hand hier ist auch ganz cool. Ist ganz cool, dass hier ist noch ein Ring. So, wo ist jetzt die Schusswaffe? Ich glaube, ich habe die schon mal gesehen. Im Augenwinkel vorne, aber ich sehe sie gerade wieder nicht. Wenn ich es überhaupt gesehen habe. Ach da. Habe ich mich doch nicht geirrt. So, noch 2 Ringe, Glocken und dann die Blume. Nur die Blume sollen wir irgendwie schöner machen. Das waren Glocken. Sah nicht aus wie Glocken, aber egal. So ein Ring noch. Und die Blume hübscher machen. Und da ist jetzt die Frage, wie macht man eine Blume hübscher? Das war wohl mal eine Blume, aber das schönste Teil ist nicht mehr da. Wow, dass es so einfach geht, ne? Einfach so den Blumenkopf nehmen und raufkleben da. Dann hat man schon eine Blume. So, der letzte Ring. Ringety Ring. Ein Ring war um den Finger, andere Ringe waren einfach so rumliegend. Bin ja mal gespannt, wo der letzte ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der letzte auch wieder irgendwo um den Finger hier drum ist. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Da ist er. Wir haben natürlich das Nützlichste von allen gefunden, beziehungsweise bekommen. Und das ist das Fischernetz. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Wahrscheinlich das Ding damit ranziehen. Natürlich. Und was sagt er? Ich brauche das Netz nicht mehr. Vielleicht kann ich es zerschneiden. Also einer meiner Freunde hat auch ein Schwert. Jo, hier. Ongarut, zack. Jo, renn mal weg. Prima, die Ratten fürchten sich vor dir, Nussknacker. Du bist ein unbesiegbarer Weihnachtskrieger. Once upon a time, the Rat King was just a lowly lab rat. His master was a genius named Argus, who was tasked by the royal family to discover the formula for the Sorcerer's Stone. He wanted to change ordinary objects into gold. Einst war der Rattenkönig nichts weiter als eine gewöhnliche Laborratte. Sein Herr war ein Genie namens Argus. Er war von der königlichen Familie damit beauftragt worden, die Formel für den Stein der Weisen zu finden.
Na klar, hier Harry Potter oder was. Sieht auch schon aus wie Voldemort, hier voll die Glatze und so. Aber egal. Er wollte Gegenstände in Gold verwandeln. August had had great success blurring the lines between science and magic. He took risks, ignoring the fact that the smallest miscalculation could have disastrous consequences. Argus gelang es, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Magie zu verwischen. Er ging Risiken ein und sah darüber hinweg, dass selbst der kleinste Fehler verheerende Folgen haben könnte. Argus nearly destroyed the city with one of his experiments. The royal family outlawed his work. Mit einem seiner Experimente zerstörte Argus fast die ganze Stadt. Die königliche Familie wandte sich von ihm ab. Oha. Da hat der Argus aber ganz schön ne Mist gebaut, würde ich da mal meinen. Und das haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Hier, komm, Bub. Hier, ein Erz einfach mal reinklumpen da. Ne, das haben wir immer noch nicht gefunden. Na, das ist klar, da wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal wieder einiges mehr. Hier ist noch eine Puppe. Nehmen wir mit, ne? Sobald wir die mal sehen. Nehmen wir die natürlich mit. Glaswürfel, hm. Ich kann ihn nicht zerschlagen. Ich muss ihn aufschrauben. Natürlich, alles will die Frau aufschrauben hier. Aber naja. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter im Tempel. Kann man den Stein benutzen, um dich da wieder normal zu machen? Ach da, Gravitationsstein. Ah. Wenn ich ihn so benutze, fällt er bloß wieder auseinander. Bevor ich den Hammer schwinge, sollte ich die Teile besser befestigen. Ups. Ich wollte im Inventar gerade gucken, ob ich irgendwas habe. Die Sammlung ist auch nicht voll. Wahrscheinlich mit dem Bolzen, oder? Bin mir da echt nicht sicher, was man da sonst nehmen soll. Für die Befestigung. Aber okay, wir haben jetzt ein zweites Buch. Mit dem zweiten Buch öffnen wir das Ding hier. Argus was exiled from the kingdom, but he didn't give up his research. He was on the verge of a great discovery. Argus wurde aus dem Königreich vertrieben. Seine Forschungen betrieb er jedoch weiterhin. Er stand kurz vor einer bahnbrechenden Entdeckung. Argus was banned from the royal lab, losing access to the kingdom's great scientific resources. He decided to use his lab rat as a spy. Argus hatte den Zutritt zum königlichen Labor und damit zu wichtigen Forschungsmitteln verloren. Er entschloss sich, seine Laborratte als Spion einzusetzen. Argus thought he was training a harmless little spy. He never imagined the monster he'd created. The Rat King was born. Argus glaubte, einen harmlosen kleinen Spion heranzuziehen. Nie hätte er sich zu vorstellen gewagt, dass er ein solches Monster schaffen würde. Der Rattenkönig war geboren. Wo weiß er das alles? Er ist doch nur ein Kind. Also so laut der Story, ne? Ist der Nussknacker ja bloß ein Kind halt. Merkwürdig. Also glaube ich, dass er noch ein Kind ist. Ich weiß nicht, ob er, wie viele Jahre er schon ein Nussknacker gedöns ist da in dieser Gestalt. Vielleicht hat er das mal gesagt und ich habe es einfach nur wieder vergessen. Er ist schon merkwürdig. So, hier, komm. Tja, und jetzt gibt's eins auf den Kopf. Nur habe ich irgendwie den Hammer nicht. Wow. Ich muss den jetzt jedes Mal anklicken, damit der Hammer immer einen Schlag ausführt. Wow. Das ist ja mal sowas von unnötig gewesen. Anstatt ihn mit einem Schlag zu zerbersten, das Ding. Nein, ich muss dreimal klicken, damit der Typ kaputt geht. Ist logisch. Und was haben wir da nochmal? Zwei Gravitationssteine.
könnte man vielleicht ja nochmal gebrauchen. Das Ding kenne ich, das ist das Symbol.